27.04. Hallo, ich grüße dich. Wie angekündigt gestern, also das ist auch heute doch eine eher intensivere, ja, vielleicht eben auch vulkanische Konstellation. Also da kann es brodeln. Darum auch kann dieser Tag sehr wichtig sein, um dies und das aufzubrechen, auszulösen, in die Sichtbarkeit, in die Manifestation zu bringen, weil die 7 hat ja die stärkste Stellung, ist erst noch dominanter, wirkstarker, mächtiger Natur, da kann sich im Kleinen und Größeren, also da kann schon was gehen. Und das ist ja auch wenn dieser Tag vielleicht recht, ja, kompliziert, komplex ist, vielleicht nicht ganz einfach wegen dieser Spannung, Polarität, und aber er kann eine wichtige Bedeutung haben, eben in Sachen, so jetzt geht's weiter, oder findet was, kann was manifestiert werden. Das ist durchaus mit der 7 an stärkster Stelle eine konstruktive Note, und du kannst es auch so sehen, es ist sowieso gut zu versuchen, diesen Tag dieses und jenes vorzubringen, zu optimieren, optimistisch, konstruktiv zu sehen. Ja, es hat immer mit der 7 wichtig, der wichtigsten Lebensförderungszahl, wie ich auch immer gerne pflege zu sagen. Ja, das Thema Gesundheit, immer wenn die 2 und die 7 im Spiel ist, 2-7-Spannung, es ist auch die sogenannte psychosomatische Achse sozusagen. Also du kannst hier heute vertiefte Gedanken über das Thema Gesundheit machen, was ist zu tun, um gesund zu bleiben, oder wenn du krank bist, was muss ich anstellen, um wieder gesund zu werden. Ja. Also halt sowieso mit der Kombination 2, 4 und 7. 2, 4 und 7 ist einfach alles, was mit Erkennen, Lösen, Bewusstwerden zu tun hat, sehr interessant. Also da würde ich mich jetzt da drum kümmern, und auch eben das Thema gesund leben, zum Beispiel eben gesund denken, gesund fühlen, gesund bewegen. Heute sehr wichtig, die Bewegung als Ausgleich, damit nicht so viel Spannung ergibt, aber auch gesund ernähren, das sind so Dinge, die heute wichtig sind an diesem höchst vielseitigen, komplexen Tag. Ja, die Selbstverwirklichung spielt auch eine Rolle, und zwar im Gespräch. Da haben wir die 31, also 27 plus 4, also über Dinge sprechen mit jemandem, am besten persönlich heute, also zu zweit, also zum Beispiel sich gegenseitig helfen, ermuntern in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichung. Genau. Menschen, die am 27.04. geboren sind, können sehr ehrgeiziger Natur sein, weil es eben von innen her ständig drückt und drängt, vorzukommen. Es ist nie genug sozusagen. Er hat eben vor allem mit der 27 zu tun, mit der Polaritätszahl 27, über die man ja ein Buch schreiben könnte. Also gerade mit der 4 zusammen wäre es natürlich schon eine Berufung, gell? Als Therapeut, oder ich meine immer übrigens auch die weibliche Form, gell, in meinen Videos, Therapeut, als Gesundheitsspezialist, als Beratender, gerade in diesem Zusammenhang tätig zu sein, ja, ist sozusagen Pflicht mit dieser Konstellation. Also Bewusstseinsförderung, Gesundheitsförderung, Therapeutisches, das ist, ja, es leuchtet so klar hinaus. Das sind einfach die 3 Zahlen, die da sehr viel Zugzwang geben, eben nicht bloß einfach in den Tag hineinzuleben, sondern eben auch in Sachen Erkennen und Lösen und Bewusstwerden, gesund leben, da vorwärts zu machen. Ja, sie können, solche Menschen können eine Verbindung haben zu solchen, die einem 31. geboren sind, oder zum Beispiel am 25.02. und dann gibt es x andere Möglichkeiten auch noch. Ja, du, dann wünsche ich dir heute einen gesundheitsfördernden Tag. Bis bald. Tschüss.